Die Schulsozialarbeit stärkt uns durch verschiedene Angebote schon bevor Probleme entstehen. Zum Beispiel durch Übungen zum sozialen Verhalten oder durch die Unterstützung im Klassenrat. Mal sind die Angebote für ganze Schulklassen, manchmal aber auch nur für einzelne Schülergruppen. Wenn wir den Begriff Kultur breit fassen, eigentlich in irgendeiner Form für jeden Menschen eine Rolle. Ich glaube, Kultureinrichtungen können ein Ort sein, wo sich Menschen nicht nur begegnen, sondern sich mit Themen gemeinsam auseinandersetzen. Also wenn sehr viele Menschen in einem Raum sitzen, wie jetzt hier beispielsweise, auf der Bühne das Gleiche erleben, sicherlich aber auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Fußball bot vielen, besonders männlichen Migranten, die Möglichkeit, erste Barrieren aufzubrechen, ob in Arbeitspausen, im Werksteam oder auf der Parkwiese. Mitte der 70er Jahre tauchten türkisch geprägte Vereine in Mannheim auf. FC Türkspor Mannheim ist der erste Sportverein mit Migrationshintergrund im Rhein-Neckar-Kreis. Die politische Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte ist gerade auf kommunaler Ebene von zentraler Bedeutung. Nicht selten gilt die Kommune als Schule der Demokratie, also als der Ort, an dem erste Kontakte und ein Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und politischen Organen stattfindet. Auch finden hier politische Karrieren nicht selten ihren Anfang. Ich treffe mich heute mit einer jungen deutschen Politikerin, Melis Seckmann. Wo wir gerade sind, erfahren wir von ihr. Wir sind hier direkt am Neckar und bei der Mannheimer Rudergesellschaft Baden. Hier ruder ich und versuche in regelmäßigen Abständen meine Gedanken ein bisschen zu sortieren, in der Natur, im Boden. Die grundlegende Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 markiert den Wechsel vom Abstammungs- zum Geburtprinzip. In Deutschland leben heute über 3 Millionen Menschen, deren Vorfahren aus der Türkei stammen. Sie stellen damit die größte Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland dar. 29% der Deutschen haben türkische Nachbarn. Mannheim ist eine Stadt der Vielfalt und der Einwanderung mit einem Migrationsanteil von nahezu 50%. Bei einer Einbürgerungsfeier sagte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Einbürgerung ist ein Schritt, der zeigt, dass man unterschiedliche Identitäten haben kann, die nicht im Gegensatz zueinander stehen. Vielfalt ist eine Bereicherung, sie ist aber auch ein Spannungsverhältnis. Wir treffen uns heute mit ihm. Er ist mittlerweile wie ich mit dem Fahrrad unterwegs. Deswegen fahren wir heute durch die Straßen Mannheims zusammen zum Rathaus. Avuçlarım kadar boş sanma ki her mevsim aynı karkış demeden geldik teker teker ümidim Almanya 2 yıl değiştirecekti tek bir nefesti kaçırdım ama tüm trenleri sen de mi terk etmedin ben geldiğim yeri Wenn ich angekommen, der da habt damals nichts ernst genommen aber Gast ist sorry keiner mehr sag's mir du bist den Weg nur für uns gegangen yeah yeah yeah, yeah. Sowas gibt es noch nicht und sehr praktisch, wenn man unterwegs mal Hunger bekommt. Ab damit in die Menschenwelt! Thank you.
of life to be governed by a power obsessed of fucking partitions. The world as a farm for the capitalist. Founded on law and order. Our system is founded